Heiliger Karl Borromäus, erbitte uns demütige Bischöfe. Ein herzliches Grüß Gott heute am Gedenktag des heiligen Karl Borromäus. Wir betrachten heute diese Worte Jesu aus dem Lukas-Evangelium. Wenn du eingeladen bist, setz dich lieber, wenn du hinkommst, auf den untersten Platz. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Diese Worte der Einladung Jesu zur Demut hat der heilige Karl Borromäus zutiefst befolgt. Zuvor führte er noch ein prächtiges Leben als Kanzler im Vatikan. Doch der plötzliche Tod seines geliebten Bruders riss ihn heraus aus seinem Alltagstrott. Und dann folgten tiefe Gespräche mit den heiligen Ignatius von Loyola und Philipp Neri. Und so veränderte er sein Leben grundlegend. Aus einem Bischofspalast in Mailand wurde ein Kloster, arm, schweigsam, erfüllt vom Geist des Gebets und der Arbeit. Auch die ärmste Pfarrei seines Erzbistums besuchte er nun persönlich. Sein Gepäck schleppte er selbst. Eine Schüssel Milch und eine Handvoll Kastanien genügten ihm als Nahrung. Ein Heubündel als Nachtlager. Er kämpfte jeden Tag von neuem um das Vertrauen des Volkes, weinte über den Zustand der Kirchen, segnete Ehen ein, schlichtete Streitigkeiten und setzte untaugliche Priester ab. Plötzlich brach in seiner Bischofsstadt Mailand die Pest aus. Die Reichen flohen aus der Stadt. Er dagegen ging selbst zu den Sterbenden und rief seine Priester zum freiwilligen Krankendienst auf. Er ließ die Seidentapeten vom Bischofspalast schneiden und begleitete damit die Kinder. Besorgte Lebensmittel für die Hungernde und machte täglich mit den Gläubigen eine Bußprozession durch das Pestviertel. Zudem verdanken wir ihm den römischen Katechismus, der über 400 Jahre lang den Menschen Glaubensorientierung schenkte. In seinen Betrachtungen spricht er über drei Stufen der Demut, die er selbst gelebt hat. Er sagt dazu, auf der ersten Stufe befinden sich die, die ihren Oberen gehorchen. Auf der zweiten, welche sich um Gottes Willen auch ihresgleichen unterordnen. Und zur dritten sind die zu zählen, die es nicht unter ihrer Würde halten, auch ihren Unterstellten zu dienen. Ja, sein Vorbild war Jesus selbst, der beim letzten Abendmahl seine Jünger die Füße gewaschen hat. Er hatte auch viel Nachsicht mit seinen Mitmenschen und sagte, ich gestehe, wir sind alle schwach. Aber Gott, der Herr, hat uns Mittel gegeben, die uns helfen können, wenn wir nur wollen. Heiliger Karl Borromäus, bitte für uns. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der uns das Beispiel der Demut gegeben hat. In der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, des heiligen Karl Borromäus, unserer heiligen Schutzengel und Namenspatronen und aller Engel und Heiligen des Himmels, in der priesterlichen Vollmacht, binde, breche und entmach dich alle Flüche, Verwünschung, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, euer Hab und euer Gut getroffen haben, und setzt euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch vor Menschen, Dingen, Orten, ihr schlechten Schriften, Bildern, Filmen, schlechter Musik übertragen worden ist. Jesus, bitte vergib uns, dass wir all das zugelassen haben, und wasch uns rein durch dein kostbares Blut. Möge die Allmacht
Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, euch von euren Bedrängnissen, Ängsten, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.